Frau Janssen hat mit uns die Szene aus Lukas 2 untersucht, in der der 12-jährige Jesus von seiner Familie gesucht wird. Als seine Eltern ihn dann im Tempel finden, sagt Jesus: Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? So die neue Luther-Übersetzung von 2017. Und noch während Claudia Janssen diesen griechischen Text ausbreitete und erklärte, dass die Übersetzung eigentlich richtig lauten sollte: Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören? Schrieb Frau Dr. Irmgard Schwetzer in den Chat, dass die Lutherbibel doch sehr wohl genauso übersetzt, wie Claudia Janssen es für richtig erklärte. Also mit dem Wortlaut: Ich muss bei denen sein, die zu meinem Vater gehören. Das hat einen ganz anderen Klang. Da diskutiert Jesus gleichberechtigt mit der Menge, die um ihn herum ist. Und wir konnten dann in dem Abend fort klären. Und deshalb nehme ich das jetzt noch auf, weil ich finde, es zeigt auch, wie intensiv Bibelübersetzungen weiterarbeiten, auch wenn Text von Frau Schwetzer weiß ich, dass sie ihre Übersetzung von ihrer Luther-App auf dem Handy hatte. Dort findet sich die Version so, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören. Das heißt, die Übersetzung, nachdem sie gedruckt wurde, ist weitergearbeitet worden. Und ich finde diesen Fund ganz ermutigend. Sensibilität wächst und Schritt für Schritt nähern wir uns einer christlichen Theologie, die bewusst ohne Antijudaismus arbeitet. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Christinnen die Aufgabe haben, unsere Glaubenslehre und Theologie in Schulen, Gemeinden, Kirchen neu zu justieren und auf antijudaistische Fehlinterpretationen zu klopfen. Diese Reihe will dazu ihren Beitrag leisten und wird getragen von Professor Dr. Katharina von Kellenbach, Dr. Christian Staffer und mir, Dr. Ulrike Metternich. Katharina von Kellenbach war mehr als 30 Jahre in den USA als Religionsprofessorin im jüdisch-christlichen Gespräch engagiert und hat zur Shoah geforscht und publiziert. Hier in der Evangelischen Akademie ist sie Projektreferentin für das Projekt Bildstörung. Dieses Projekt gehört zum Arbeitsbereich von Herrn Staffer, der Studienleiter der Evangelischen Akademie ist und zugleich der Antisemitismusbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und Herr Staffer wird auch uns den Referenten mal vorstellen und Frau Kellenbach wird uns bei den Chatfragen auch begleiten. Habe ich nur noch zwei Dinge, die ich Ihnen sagen möchte. Was ich schon mal gesagt hatte, schreiben Sie bitte Ihre Chatfragen immer rein während des Vortrags und auch des späteren. Und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Aber haben Sie keine Bedenken, es werden nur die Gesichter der Referierenden aufgezeichnet, nicht die Gesichter der Zuhörenden. Und die Mitschnitte werden dann auf die Seite der Evangelischen Akademie gesetzt. Sie finden dort schon die beiden vorhergehenden Vorträge vom Professor Rainer Kessler und von Claudia Janssen, den ich eben erwähnte. Den können Sie dann, wenn Sie möchten, zu Hause angucken oder mit Ihrer Bibelgruppe, Gemeindegruppe in der Schule oder wo immer Sie vielleicht gerne den Vortrag nochmal sehen und darüber diskutieren. Herr Staffer, nun übergebe ich Ihnen gerne das. Ganz herzlichen Dank, Frau Metternich, auch für die Einführung. Es ist tatsächlich, glaube ich, wunderbar, dass wir immer auch noch mal auf die letzte Session eingehen, um die Erträge noch mal kurz zu erwähnen. Ich freue mich heute besonders, Alexander Deeg begrüßen zu können. Wir sind gerade erst auseinandergegangen von einer Tagung zum Thema mit dem Thema Bilderverbot, Fragezeichen zu antisemitischen Bildern an und in Kirchen. Eine sehr intensive Tagung, wo wir uns genau über diese Frage Gedanken gemacht haben, was an antijüdischen Traditionen nicht nur in unseren Rezeptionen der Heiligen Schriften entstanden ist, sondern auch welche Kunstformen diese
Negativbotschaften weiter transportieren und wie wir das ändern könnten. Alexander Deeg ist lehrt seit 2011 praktische Theologie mit dem Schwerpunkt Homiletik und Liturgik an der Theologischen Fakultät in Leipzig. Er hat studiert, unter anderem in Jerusalem im Kontext von Studium Israel, und heute ist er auch im Vorstand des Vereins Studium Israel, also einem Verein, der Theologiestudierenden ermöglicht, ein Jahr Studium in Jerusalem zu verbringen. Auch ein Modell, wie wir die antijüdischen Traditionen unserer Kirche und auch unserer Ausbildung unterbrechen wollen. Von 2009 bis 2011 hat er das Predigtzentrum in Wittenberg geleitet und gegenwärtig ist er Vorsitzender des Liturgischen Ausschusses der VELK, also der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Deutschland. Wie lassen sich biblische Geschichten ohne antijüdische Projektionsmuster erzählen? Alexander Deeg spricht von der Geschichte vom Durchzug des Volkes Israel durch den Jordan, wie er in Josua-Buch erzählt wird. Dieses akribisch und fantasievoll, was Frau Metternich so neugierig macht, ist tatsächlich auch nochmal ein Bezug auf das, was Alexander Deeg sozusagen von der rabbinischen Auslegung gelernt hat, und damit verweist er, beziehungsweise auch diese Art zu denken, verweist auch darauf, dass wir jetzt nicht einfach nur das Alte Testament, die hebräische Bibel, ernster nehmen sollten, sondern eben auch die jüdische Interpretation dieser Schrift und damit die rabbinische Tradition. Lieber Alexander, es freut mich sehr. Ich wollte noch, wie du weißt, ein paar Publikationen erwähnen. Eine, die mich besonders selber geprägt hat, ist im Wechselschritt zur Kanzel, die du mit Martin Nicoll geschrieben hast, wo es um eine lebendige Homiletik geht, von der ich sehr, sehr viel gelernt habe. Dann hast du mit Herrn Schüle zusammen die neuen alttestamentlichen Perikopentexte unter die Lupe genommen, exegetisch und homiletisch-liturgische Zugänge zu schaffen versucht. Und jetzt 2019 Liturgie, Körper und Medien, das Buch herausgegeben, Herausforderungen für den Gottesdienst in der digitalen Gesellschaft. Ich fand total interessant, dass das 2019 schon publiziert wurde, lange bevor, also lange nicht, aber ein Jahr bevor eigentlich dieses Drama, das Covid-Drama losging und uns in die digitale Gesellschaft noch deutlich mehr eingeführt hat, als wir es selber vermutet haben und auch als wir es jedenfalls damals auch wollten. Wir haben in dieser Reihe eine Tradition ausgebildet, wenn man nach zweimal schon von einer Tradition sprechen darf, nämlich, dass wir die Referierenden auch fragen, wann oder wie sind sie eigentlich auf die Idee gekommen oder was war der Kickoff für eine Wahrnehmung von jüdischen und dem antijüdischen in der christlichen Tradition und von jüdischem als produktiver Kraft für das Christentum und als Partner, Partnerin auf Augenhöhe. Wir fragen das immer auch, weil wir den Eindruck haben, dass das auch Menschen motivieren kann, selber sozusagen erstens darüber nachzudenken und andere Menschen auch von diesem Punkt an zu begeistern. Also, lieber Alexander, wie gesagt, es freut mich sehr, jetzt bist du nicht auf meinen Kacheln zu sehen, dass du heute nach einem extrem anstrengenden Tag und dieser sehr, sehr anstrengenden Tagung auch noch jetzt diesen Abend mit uns verbringst. Herzlich willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Christian, für diese Worte. Einen schönen guten Abend in die Runde. Ich grüße Sie alle herzlich aus Leipzig und freue mich sehr, bin sehr geehrt, in einer so großen Runde
heute zu sein. Ehrlich gesagt, als ich überlegt hatte, wie viele Menschen werden da wohl am Abend um 19 Uhr dabei sein via Zoom, dachte ich, na ja, so 15 bis 20, das ist jetzt das mehr als Zehnfache. Und das ehrt und freut mich wirklich sehr. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Auch die Breite der Streuung. Ich sehe bekannte Gesichter. Ich sehe Menschen, die aus Jerusalem heute Abend dabei sind und freue mich sehr darüber. Erev Tov nach Jerusalem. Und viele, viele andere. Schön, dass Sie hier sind. Ja, was hat mich in diese Spur geführt? Sie werden vielleicht schon gehört haben an den ersten Sätzen, die ich gesagt habe. Ich bin ein Nordost-Oberfranke. Und das war eine Gegend, wo es nicht unglaublich viele Jüdinnen und Juden gab, aber eben doch einige. Ich hatte von Judentum keine Ahnung, wie auch meine Familie keine Ahnung davon hatte, aber ich hatte einen teilweise besten Schulfreund, der, wie ich erst nach und nach merkte, Jude war. Ich war oft bei denen zu Hause und ich fand vieles sehr schön, aber auch sehr merkwürdig. Ich selber komme aus einer mäßig religiösen Familie und da gab es religiöse Traditionen, da gab es einen Schabbat und ich fand das bewegend und vielleicht ist von daher eine Affinität und eine Lust, mich damit zu beschäftigen, schon früh entstanden, auch in all die Ambivalenzen einzutauchen. Ich habe Theologie studiert und mit großer, großer Liebe Hebräisch gelernt und habe gemerkt, dass das nicht nur eine Sprache ist, sondern auch eine Weise zu denken. Und ich wollte mehr Hebräisch lernen. Und ich ging nach Jerusalem und studierte dort an der Hebräischen Universität im Rahmen von Studium in Israel. Und ich habe auch sonst ganz nett Theologie studiert in Deutschland. Aber das war zweifellos das beste Jahr meines Studiums, das ich dort verbringen konnte. Der Dialog mit Jüdinnen und Juden war tatsächlich Herausforderung, Unterbrechung, Anregung für mich auf diesem Weg und ist es bis heute geblieben. Ich bin nicht mehr davon losgekommen und will nie mehr davon loskommen, als Christ mich selber hinterfragen zu lassen, anregen zu lassen, immer neu unterbrechen zu lassen durch die dialogische Begegnung mit Jüdinnen und Juden. Eine Sache ist mir auch passiert, Christian, als ich in Jerusalem studiert habe. Ich habe meine Lust an der Bibel neu entdeckt. Es war eine relativ paradoxe Geschichte, dass ich zu Beginn des Theologiestudiums, wo man ja dann all die Bibelkunde lernen muss und solche Dinge, so zunehmend die Lust an der Bibel verloren hatte, aus dem paradoxen Grund, weil ich zunehmend genau wusste, was da drin steht. Also man muss ja dann nicht mehr genau hinschauen, wenn man Apostelgeschichte 8 oder Matthäus 28 sagt, dann weiß man ja, was da steht irgendwann. Und ich habe die Lust an der Lektüre gegenüber der Kenntnis des Inhalts verloren, nach und nach. Und genau diese Lust kam wieder, als ich merkte und entdeckte, wie Jüdinnen und Juden Bibel lesen, nicht alle, aber eben doch viele, denen ich begegnete, akribisch genau, immer neu in der Erwartung, dass auch in einem Buchstaben, den jemand entdeckt und der für jemanden überhaupt keine Bedeutung hat, für jemand anderen extrem wichtig sein kann. Das war für mich eine wesentliche Erkenntnis an dieser Stelle und vielleicht schon die Grundentdeckung, Christian, in die ich heute mit hineinnehmen will. Wunderbar. Dann sehen Sie jetzt einige Folien, die diesen Vortrag begleiten. Jenseits der Stereotype, die hebräische Bibel akribisch und fantasievoll entdecken. Ich habe Ihnen 5 Punkte mitgebracht, einen Weg in 5 Punkten, den ich mit Ihnen gerne gehen will. Und der ausgeht von dem Problem der Konventionalität, hermeneutisch und homiletisch. Ja, ich glaube, es ist wichtig, was Christian vorhin sagte. Es ist wichtig zu wissen, ich bin praktischer Theologe, beschäftige mich mit Predigt und mit Gottesdienst. Ich bin kein Exeget. Das ist vielleicht vor allem für das Gespräch nachher auch noch bedeutsam. Es gibt, so denke ich, unendlich viele Probleme der Auslegung und des Verstehens biblischer Worte, Bilder und Geschichten, aber vielleicht das größte ist das Problem der Konventionalität. In gewisser Weise bin ich, und ich behaupte mal, sind wir alle gefangen in Mustern von Interpretation, die teilweise dazu führen, dass Texte nichts Neues mehr sagen können, uns nicht mehr herausfordern, uns nicht mehr verändern können, weil sie nur das bestätigen, was wir doch irgendwie schon wissen. Dieses Problem hat der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch in einem, wie ich finde, immer noch ganz großartigen, ganz wunderbaren Essay mit dem Titel »Die Wut des Verstehens« vor Augen geführt. Er meint, die Wut des Verstehens habe den Umgang mit Literatur immer wieder so geprägt,
dass Texte eingeebnet würden in die Lust der Interpreten, sie zu verstehen, damit aber auf Aussagen reduziert würden, die man irgendwie auch schon kennt. Der Geist würde gegen die Pluralität der Buchstaben ausgespielt. Und am Ende würden die Texte homogenisiert, gleichsam gleich gemacht. Und es käme zu dem merkwürdigen Phänomen, so hörisch, dass die Größten am Ende alle dasselbe sagen. In gewisser Weise wäre es dann also egal, ob Sie Goethe lesen oder Schiller, Plato, Aristoteles, weil letztlich wissen Sie ja doch schon, was so etwa dabei herauskommt. Sie begegnen den bekannten Deutungen. Das ist vielleicht überzeichnet, aber schon nicht falsch. Wir sind geprägt durch Deutungen und Weltbilder, auch in unseren Mustern des Verstehens. Und diese Prägungen sind, denke ich, sehr, sehr oft unbewusst vorhanden. Wir machen sie eben nicht zum Gegenstand der Reflexion und könnten sie einfach aufbrechen. Und das gilt wohl leider auch für antijudaistische Lesarten der Bibel, die sich durch die Zeiten bei unendlich vielen Menschen eingeschrieben haben und die dazu führen, dass auch gutwillige Predigerinnen und Prediger etwa diese Reformationsfestperikope in diesem Jahr, Galater 5, 1 bis 6, zur Freiheit hat uns Christus befreit, eben doch auf eine sehr einlinige, merkwürdige Weise auch in diesem Jahr wieder gepredigt haben. Ich habe einige Predigten im Internet mir angesehen und es erscheint eben doch immer noch das Gesetz, von dem hier in der Tat die Rede ist, als die Negativfolie gegenüber der Gnade in Christus, wenn Sie so wollen, eine ganz und gar lutherische Interpretation, die dem, was Paulus hier meint, sicher nicht gerecht wird. Rainer Kessler hat im ersten Vortrag dieser Reihe das Bild eines Schuttberges gebraucht. Wie ein riesiger Schuttberg haben sich über die Jahrhunderte bestimmte Auslegungen über die Texte gelegt und eben auch ganz vielfach antijudaistische Deutungen. Ich fürchte, er hat recht. Es gibt konventionalisierte Deutungen, die sich eingeschrieben haben in die Bilder und Bildprogramme, in Lieder, in unzählige Predigten und in unser Lesen der Bibel. Die Konventionalität hat übrigens, wie ich doch finde, in theologischer Perspektive noch ein spezifisches Problem. Jedenfalls eine reformatorische Schriftlehre geht davon aus, dass die Worte, Bilder und Geschichten der Bibel uns immer neu zum herausfordernden, unterbrechenden, fremden, anderen Wort werden, zum äußeren Wort, zum Verbum externum, das unsere Lebensdeutungen durchbricht, das Leben neu entdecken lässt. Wenn wir gefangen bleiben in den eigenen Hermeneutiken, dann könnte man mit einem Begriff des 16. Jahrhunderts sagen, bleiben wir gefangen in unserer Sünde, die doch immer nur bedeutet, wir bleiben Verschlossene in uns selbst, homines incurvati in se ipsum, immer wieder die Menschen, die in sich selbst verschlossen sind. Wenn eine Schrifthermeneutik gelingt, so müsste sie paradoxerweise von unserer Schrifthermeneutik befreien. Aber freilich, wir fallen immer wieder zurück in unsere Lesarten und vielleicht müsste ein Gebet vor jeder Bibellektüre lauten, unterbrich mich, Gott, unterbrich mich durch das Wort, das du sagst und das ich noch nicht gehört habe und noch nicht kenne. Bring mich durcheinander, hilf mir, mich selbst zu verlieren, verwirre mich durch dein Wort. Wir können gern nachher darüber diskutieren. Aufbruch aus der Konventionalität als Ziel der Lektüre, Aufbruch aus mir selbst und meiner letztlich narzisstischen Hermeneutik. Konventionalität ist übrigens natürlich auch das Problem, das für Predigten in besonderer Weise gilt, auf vielen Ebenen. Wir als Predigerinnen und Prediger haben unsere konventionelle Weise zu reden, Texte zu lesen und zu verstehen. Der gesamte Kommunikationszusammenhang der Predigt ist hochgradig konventionell, bis dahin, dass gewisse Sprachmuster und Sprachmelodien die Predigt prägen und gar nicht mehr reflektiert werden. Und natürlich tragen unsere Hörerinnen und Hörer bei jeder Predigt ihre Konventionen, ihre Muster des Verstehens mit sich. Die einfache Idee, man könnte durch eine Predigt irgendwelche Inhalte einfach so bei den Hörerinnen und Hörern quasi einpflanzen, gilt definitiv nicht. Es gilt die Individualität und die Pluralität des Hörens. Das Hören ist von vielen, vielen Faktoren abhängig und eben auch hochgradig von konventioneller Deutung.
Ist es also Sisyphus-artig fast unmöglich, die Konventionalität zu durchbrechen? Nein, natürlich nicht. Und das wäre die These dieses Vortrags. Wir müssten uns nur immer neu, so meine ich, auf die Texte selbst einlassen. Immer neu und am besten gemeinsam. Und dass Christinnen und Christen am besten immer wieder mit Jüdinnen und Juden lesen, damit wir herausgeführt werden, immer neu, aus konventionalisierten Verständnissen, damit es wirklich eine Art Perpetuum Hermeneuticum gibt, eine beständig neue Hermeneutik, die wir im Lesen gewinnen, im Lesen der Bibel. Es gibt einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Bibelkreis vielleicht, wo sich relativ regelmäßig Menschen aus Deutschland, Israel und den USA, manchmal auch aus Ghana, Südafrika, Ägypten und anderen Kontexten treffen, Jüdinnen, Juden, Christinnen, Christen und gemeinsam die Bibel lesen. Das ist für mich so ein Ort, wo ich immer neu herausgefordert werde. Jetzt endlich der zweite Punkt. Ich will das Ganze ein wenig konkretisieren an der Geschichte vom Durchzug durch den Jordan, Josua 3. Ich selber bin nicht ganz unschuldig an diesem Buch, der neuen Perikopenordnung, der Texte also, die in evangelischen Kirchen gelesen und gepredigt werden, der Texte, die am ersten Advent 2018 neu herausgegeben wurden. Ich war der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die über einige Jahre diese Texte ausgewählt hat. Und es war mir ein großes Anliegen, dass wir den Anteil an Texten aus der hebräischen Bibel, aus dem Ersten Testament, dem Alten Testament, deutlich erhöhen. Wir haben ihn immerhin verdoppelt. Es gibt 70 neue alttestamentliche Texte. Und ich war sehr froh darüber. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich immer auch kritisch, ist die bloße Existenz von mehr Altem Testament in unseren Gottesdiensten schon allein ein wirklich wichtiger und guter Schritt hin zu weniger Antijudaismus in unseren Gottesdiensten? Vielleicht kann ja sogar auch das Gegenteil passieren, dass durch neue alttestamentliche Texte eher alte, konventionelle Antijudaismen wieder neu an die Oberfläche gespült werden. Deswegen wollte ich gerne wissen und will ich gerne wissen, wie diese neuen alttestamentlichen Texte gegenwärtig gepredigt werden. Also ich wollte gerne und will gerne herausfinden, wie denn nun die Predigten faktisch aussehen und welche faktischen Hermeneutiken die Predigerinnen und Prediger leiten. Dieser Text ist in dieser Abgrenzung, Josua 3, 5 bis 11 und 17, neu in der Ordnung der Lese- und Predigtexte. Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel. Damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du, gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen und sprich, wenn er an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten, herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hittiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Und die Priester, die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Soweit der Text, der neuen in der Ordnung der Lese- und Predigtexte ist. Hier sehen Sie mal ein sehr altes Bild aus der Ausgabe der Lutherbibel 1545. Bei jeder Predigt eines biblischen Wortes ist es natürlich entscheidend, an welchem Sonn- oder Feiertag kommt so ein Bibelwort zu stehen. Und hier ist es der erste Sonntag nach Epiphanias. Der Sonntag, der gekennzeichnet ist durch das Evangelium, durch die Evangelienlesung von der Taufe Jesu am Jordan. Die Verbindung dieses Textes Josua 3 mit Matthäus 3 läuft zunächst mal über das Stichwort Jordan. Es sind zwei Geschichten, die am Jordan spielen.
Am ersten Sonntag nach Epiphania steht zweifellos Jesus, der Christus, im Mittelpunkt, auch in den Liedern. Christus, das Licht der Welt, du höchstes Licht, du ewiger Schein, sind die beiden Wochenlieder. Wie gehen Predigende mit der Herausforderung um, an diesem Sonntag Josua 3 zu predigen? Grundlegend, so würde ich sagen, mit Lust und Freude. Aber es gab auch einige sehr kritische Stimmen. Es gab Menschen, die mir geschrieben haben oder anderen, wie man denn überhaupt ein Bibelwort aus dem Buch Josua aufnehmen könne in unsere Perikopenordnung. Sei das nicht das Buch, das vom Krieg, von heiligem Krieg, von Gewalt des Volkes Gottes gegen die anderen redet. Ich habe 57 Predigten gesammelt zu Josua 3 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und grob untersucht, wie wird denn nun Josua 3 gegenwärtig gepredigt. Und ich habe drei grobe Typen von Predigten gefunden. Das eine, der Jordan-Durchzug als eine Art Schwellenereignis, verbunden häufig mit der wunderbaren Rettungstat Gottes. Es gab aber eine ganze Reihe von Predigten, die Josua und Jesus nebeneinander gehalten haben. Die beiden also, die den gleichen Namen tragen, Jehoshua, Josua, Jesus. Und es gab drittens Predigten, die vor allem auf das Motiv Jordan und Taufe sich bezogen haben. Ein Motiv also, das auch durch das Evangelium vorgegeben wurde, durch die Geschichte von der Taufe Jesu am Jordan. Deutlich wird, zumindest in den Typen 2 und 3, das Neue Testament, das durch diesen Sonntag natürlich in besonderer Weise da ist, wird zum Deutungsrahmen für die Geschichte von Josua 3. Und es stellt sich die grundlegende Frage, werden eigentlich alttestamentliche Texte im christlichen Gottesdienst häufig zu schnell eingeebnet, vielleicht sogar plattgewalzt durch eine neutestamentlich-christologische Dominanzperspektive. Freilich aber, so ganz anders geht es natürlich auch nicht, wenn ich in einem Klangraum sowohl die Taufe Jesu lese, als auch den Durchzug durch den Jordan. Es gab einige insgesamt vielleicht auch sehr stereotype, vielleicht auch langweilige oder Sie können auch sagen, doch ganz schöne Deutungen. Israel stand an einer Schwelle und so stehen auch wir, liebe Gemeinde, an einer Schwelle zu Beginn des neuen Jahres. Der erste Sonntag nach Epiphanias ist ja Anfang Januar. An solchen Übergängen ist es gut, auf Gott zu vertrauen. Oder der Jordan symbolisiert Gefahr, in Gefahren aber ist Gott dabei. Sie merken, es gibt einige Hermeneutiken, die auch sehr schnell von dem konkreten Text eher weggehen, einen Begriff, ein abstraktes Thema herausgreifen und das dann übertragen. Diese Predigten sind konventionell, aber sicherlich im Kontext unseres Abends nicht problematisch. Problematischer wird es da, wo Josua und Jesus gegenübergestellt werden, wie Typos und Antitypos, wo die Andersheit Jesu herausgearbeitet wird und die gesamte Erzählung in eine sehr alte, sehr bekannte, seit der alten Kirche bekannte Hermeneutik eingeordnet wird. Ich will Ihnen nur aus einer Predigt von einer durchaus sprachmächtigen Predigerin, eine Predigt, die Sie im Netz finden, ich sage den Namen aber nicht dazu, drei kurze Abschnitte vorlesen. Die Predigt beginnt sehr schön, so nämlich, dass die Bundeslade, die ja durch den Jordan getragen wird, mit einem Schatzkästlein verglichen wird, das die Predigerin als Kind hatte. In ihr verschlossen, jetzt bei der Bundeslade, ein in seiner Kostbarkeit nicht zu übertreffender Schatz, das Wort Gottes. Auf zwei Steintafeln gemeißelt, Gottes 10 Weisungen zum Leben, auch 10 Gebote genannt, besser noch die 10 Freiheiten. Denn dank ihnen ist Israel ein freies Volk, niemandes Knecht und Untertan. Mit dem göttlichen Wort, ich bin der Herr, dein Gott, befreit Gott sein Volk von aller menschlichen Herrschaft. Nicht oben und unten, nicht arm und reich, nicht Mann und Frau, alle sind eins vor Gott, frei von den Götzen und Abgöttern seiner Zeit, frei von der Herrschaft eines Pharao, frei vom Tanz um das goldene Kalb, frei für ein Leben im verheißenen Land, das dort drüben hinter dem Jordan lockt. Dann allerdings gibt es eine Art Bruch in dieser Predigt. Und es wird an die Gewaltgeschichte des Buches Josua erinnert. Und es wird die kritische Frage gestellt, was Israel eigentlich mit diesem Schatzkästlein des Wortes Gottes gemacht habe. Ich zitiere, was aber wurde aus Israels Schatzkästchen im Lauf der Jahre?
Man wähnte es so kostbar, dass es hinter zig Mauern des Tempels ins Allerheiligste verschlossen wurde. Nur eine einzige Person, der hohe Priester, durfte einmal im Jahr diesen Bereich betreten. Für alle anderen war Gottes Wort tabu. Ein für Gott unerträglicher Zustand. Die Menschen selber schnitten sich durch ihre Religion und ihre religiösen Zeremonien den Zugang zum Wort Gottes ab. Welch verquere Welt! Das konnte doch nicht so bleiben. Das musste einer doch gerade rücken. Der Fettdruck ist in der Predigtvorgabe, der stammt nicht von mir. Das musste einer doch gerade rücken. Ein anderer, ein neuer Josua. 1500 Jahre nach dem ersten Josua steht er im Jordan, ungefähr an der gleichen Stelle wie der erste damals. Dieser Josua ist uns besser bekannt in der griechischen Übersetzung seines Namens, Jesus. Da wird plötzlich der alte Josua zum Antitypos und die Religion Israels wird in einen Dekadenznarrativ, in eine Verfallsgeschichte eingezeichnet und es muss am Ende der neue Josua, Jesus, kommen. Ein letztes, kurzes, ein Abschnitt aus dieser Predigt, ein letztes Beispiel, der Weg in das wahre gelobte Land, der Himmel öffnet sich. Gott bekennt sich zu diesem Menschensohn, zu Jesus also, und Menschen von nah und fern damals und heute erkennen, dieser Jesus dort im Jordan ist das fleischgewordene Wort Gottes. Nicht mehr zwei leblose steinerne Tafeln, verschlossen in der Bundeslade, sondern mit uns auf Du und Du, ganz und gar unmittelbar, frei zugänglich für jeden von uns, will er uns erneut, wie den Israeliten 1500 Jahre zuvor, als Garant für das Leben, als Garant für die Freiheit, als Garant für den Weg in das gelobte Land, das Reich Gottes dienen. Ich denke, manche Aussagen hier, wie etwa die Aussage, will er uns erneut wie den Israeliten 1500 Jahre zuvor, aber vor allem die Aussagen aus der ersten Passage, die ich zitiert habe, zeigen, das ist keine Predigerin, die intentional vorhat, antijudaistisch zu predigen. Das ist eine Predigerin, die viel weiß und gelernt hat darüber, was 10 Gebote bedeuten, was das Gesetz sein könnte und die dennoch in dieser Predigt hineinfällt in eine Hermeneutik, die am Ende nur noch gegenüberstellen kann, das Alte und das Neue, das Vergangene und das Eigentliche, Antitypos und Typos. Und so etwas begegnet durchaus öfter. Und meine Frage lautet eben, wie entgehen wir solchen Stereotypen? Vielleicht einfach dadurch, dass wir fantasievoll und akribisch immer neu die Bibel lesen und uns dadurch dazu anstecken lassen, auffordern lassen durch rabbinische Lektüre und ihre Hermeneutik. Für mich war das die große Entdeckung, als ich damals 1995, 96 in Jerusalem studiert habe. Ich bin mit der Bibel eben nicht fertig, auch wenn ich ihre Inhalte kenne. Es lohnt sich, immer neu einzutauchen. Die Heiligkeit der Bibel ist keine fetischistische, die einmal gegeben wäre, sondern immer neu eine kommunikatorische. Das, was das heilige Wort meint, was Tora bedeutet, ergibt sich immer neu durch die immer neue Lektüre, am besten gemeinsam, am besten sich hinterfragend und am besten so, dass auch Kleinigkeiten beachtet werden. Sie kennen wahrscheinlich diese Faszination der rabbinischen Auslegung für Kleinigkeiten, die zum Beispiel so begründet wird, wenn du nur einen einzigen Buchstaben vertauscht, hier in diesem Fall aus einem Dalet ein Re schmackst und sie sehen, es geht nur um diesen Buchstaben und darum, ob er am Ende rund ist oder am Ende eckig ist. Wenn du nur einen einzigen Buchstaben vertauscht, dann zerstörst du die ganze Welt. Denn du würdest sagen, mit diesem Grundbekenntnis Israels, höre Israel, Adonai ist unser Gott, Adonai ist einer, Echad, oder er ist ein anderer, Acher. Ein einziger Buchstabe, also lies genau. Gleichzeitig aber erlauben sich die Rabbinen, die rabbinischen Ausleger der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, immer wieder neu, sehr kreativ auch mit den Buchstaben zu spielen. Wer ist wie du, Adonai, unter den Göttern? Elim. Und im Talmud findet sich eine Auslegung, die einen einzigen Buchstaben hinzufügt, ein Mem hinzufügt in der Mitte dieses Wortes. Und aus diesem Satz, wer ist wie du, Adonai, unter den Göttern wird, wer ist wie du, Adonai, unter den Stummen. Für Rabbi Yishmael ist diese veränderte Lesung die Grundlage dafür, Gott als einen zu beschreiben,
der die Ruinen des zerstörten Tempels betrachtet und stumm bleibt. Also ein Vers, der plötzlich zur Anklage an einen schweigenden Gott wird. Den Text unbedingt ernst nehmen und ihn zugleich kreativ neu lesen. Das wäre für mich das Potenzial, das uns davon befreit, in unseren Stereotypen abstraktionshermeneutischer Deutungen gefangen zu bleiben und stattdessen neu zu entdecken. Nur ein winziges Beispiel, Ihnen wahrscheinlich teilweise sehr bekannt, die Jakobsleiter, Genesis 28, eine Geschichte, die wir ja auch schnell so lesen, dass es hier um die Bestätigung der Verheißung an Jakob geht, also dass wir auf die Inhalte uns konzentrieren. Rabbinische Ausleger lesen ja häufig sehr anders und erkennen zum Beispiel, dass es doch merkwürdig ist, wie dieses Bild von der Leiter eingeführt wird. Und da gingen die Engel, da stiegen die Engel an dieser Leiter, so heißt es, hinauf und hinunter. Und rabbinische Ausleger fragen, ist das nicht komisch? Wieso steigen denn die Engel zuerst hinauf und dann hinunter? Müsste man das bei Engeln nicht genau anders erwarten? Kommen die nicht vom Himmel hoch? Müsste nicht die erste Bewegung, die von oben nach unten sein? Und dann werden viele, viele Auslegungen dafür gefunden im Midrasch, warum es gut und richtig ist, so zu reden und was es bedeuten könnte. Zum Beispiel, dass bei diesem Betrüger Jakob die Engel die ganze Zeit dabei waren, auch auf dem Weg, auch auf seiner Flucht, auch wenn er sie nicht bemerkt hat. Es gibt andere Details in dieser Geschichte, die ich nur andeute. Nach rabbinischer Lesart wurde in der Nacht des Traumes von der Himmelsleiter wurden die vielen Steine, auf die Jakob am Abend sein Haupt gelegt hatte, so steht es im hebräischen Text, wurde nach dieser Nacht ein einziger Stein, den Jakob da nämlich aufrichtete. Und die Rabbinen fragen, wie konnte das geschehen, dass aus vielen Steinen ein einziger wird? Die Antworten können wir vielleicht nachher noch im Gespräch weitergeben. Ich spreche an dieser Stelle von einer skripturalen Hermeneutik, skriptural, und unterscheide sie von einer metaskripturalen. Skriptural, weil sie immer neu eintaucht in die Worte, Bilder und Geschichten der Bibel, genau liest und mit den Texten nicht einfach fertig ist. Sie sind nicht Sprungbrett für eine Aussage, sondern beschäftigen uns, weil sie als Text uns beschäftigen. Jetzt fragen Sie sich sicher oder hoffentlich, und was könnte das für Josua 3 bedeuten? Ich habe jetzt nicht so viel Zeit im Moment, vielleicht können wir mehr dann nachher gemeinsam entdecken, aber 3 Entdeckungen will ich Ihnen doch weitergeben. Und das Ernüchternde für mich war, nochmal zu sehen, wie wir, und ich war ja dabei, das ist also auch eine Anklage an mich selbst, wie wir Perikopenschnipsler den Text eben doch verkürzt haben. Viele der spannenden Dinge stehen in anderen Versen als denen, die jetzt im Perikopenbuch stehen und ausgewählt sind für die gottesdienstliche Lesung. Das ist mir tatsächlich nochmal neu bewusst geworden. Zum Beispiel steht da in dem ersten Befehl, dass ein Abstand bleiben soll von ungefähr 2000 Ellen zwischen der Lade und dem Volk. Das kann man leicht überlesen und sagen, das bedeutet ja nicht viel. In der rabbinischen Auslegung wird sehr genau gefragt, warum eigentlich dieser Abstand? Warum 2000 Ellen, vielleicht etwa 700 Meter? Was bedeutet das für die Geschichte und wie sie weitergeht? Was bedeutet das für die Rede von einem Gott, der dabei ist, wie wir so schnell christlich formatiert sagen? Geht es nicht darum, die Ambivalenz eines Gottes, der mitgeht und der doch zugleich in Distanz bleibt, immer neu in den Blick zu nehmen? Eine Spur, die auch, ja, und wenn Sie so Bilder sehen, der Abstand wird jedenfalls in den Bildern, etwa in der Lutherbibel, aber auch in anderen Bildern dazu eher nicht gewahrt. Interessant und aufregend auch zu sehen, wer eigentlich wann mit wem redet. Erst reden die Amtleute, die Schotrim. Dann spricht Josua zum Volk, dann spricht Josua zu den Priestern, dann spricht Adonai zu Josua und dann erst Josua zu den Israeliten. Das wird in der jüdischen Auslegung immer wieder bemerkt und untersucht, wer hier warum zu wem wohl redet. Und aufregend ist es dann schon zu sehen, was Gott tatsächlich sagt und was Josua aber den Israeliten nicht weitergibt oder anders weitergibt.
Etwa die Vertreibung der Kanaaniter, Hethiter, Hiviter und so weiter sind Josuas Worte an die Israeliten. Das ist nicht die Rede des Herrn zu Josua und nicht das, was er an dieser Stelle gebietet. Mindestens etwas, worauf man hier aufmerksam werden kann und überlegen kann, was das bedeutet, auch gerade wenn wir das Buch Josua manchmal so schnell als eine göttliche Gewaltgeschichte lesen. Die vielleicht aufregendste Entdeckung verdanke ich aber in der Tat meinem Kollegen Andreas Schüle, mit dem gemeinsam ich dieses Buch gemacht habe, das schon erwähnt wurde. Vergleicht man diese Geschichte Josua 3 mit der anderen Geschichte, Exodus 14, dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, diesem anderen Durchzug durch das Wasser, dann fällt durch die ganze Geschichte hindurch auf, wie sehr Josua und sein Handeln hier in den Hintergrund treten. Er redet zwar eine ganze Menge, aber die Priester sind dann diejenigen, die die Lade tragen. Josua bleibt auffällig im Hintergrund, anders als Mose. Denken Sie daran, wie er mit seinem Stab das Wasser teilt und damit doch in gewisser Weise Wunder tut. Josua tut überhaupt kein Wunder. Und dann gibt es eine Kleinigkeit, die doch vielleicht aufregend ist. Wenn Josua zu den Israeliten spricht, dann sagt er eigentlich doch mit einigem Selbstbewusstsein, daran sollt ihr merken, Vers 10, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und entsprechend handeln wird. Er deutet also dieses Geschehen doch als ein relativ großes, sehr sichtbares Wunder an, das der Herr tun wird. Und wenn Sie Vers 13 sehen, dann wird ein Wunder imaginiert, das so ein wenig an das Wunder vom Schilfmeer erinnert. Das Wasser wird stillstehen, die Wasser laufen nicht weiter, sondern es bleibt wie ein einziger Wall. Man könnte nach dieser Rede denken, Josua meint, hier werde sehr sichtbar sich ein Wall aufbauen, wie es etwa auch in den christlichen Bildern dazu, ich zeige Ihnen das nochmal, ja erkennbar war. Aber genau das steht aufregenderweise nicht im Text. Es wird in der Tat ein einziger Wall sein, aber der war sehr fern, Harcheb Moot, bei der Stadt Adam, die zur Seite von Saretan liegt. Nach allem, was wir wissen, ist das etwa 60 Kilometer nördlich von der Stelle, an der das Volk durch das Wasser geht. Das Wunder war also wohl relativ bescheidener, kein plötzliches Auseinanderbersten des Wassers, sondern ein Wunder, das eigentlich außerhalb der Sichtweite der Israeliten geschieht, an diesem ganz anderen Ort weit entfernt. Der Jordan floss also wohl eher langsam ab. Israel soll seinen Gott kennenlernen, ja, aber vielleicht durchaus anders, als Josua es hier erwartet. Nicht als den Wundermann, der Josua sofort bestätigt, sondern als den, der seinen eigenen Weg geht und das auch zeigt. Gott vollbringt Wunder, ja, aber anders als Menschen das denken und erwarten. Das waren nur drei Spuren, die mich begeistert haben, die ich in jüdischer Auslegung entdeckt habe und wahrgenommen habe, es gäbe viel mehr. In jedem Fall zeigt mir ein solches Eintauchen in die Texte, wie ich jenseits einer zu schnellen Dominanzhermeneutik, hier geht es um Josua und Jesus, um Typus, um Antitypus, um Taufe und Jordan oder Ähnliches, etwas entdecken kann, was für uns eminent relevant bleibt und wo wir mit den Texten nie fertig werden. Ganz kurz, der letzte Punkt. Eine Predigt wäre für mich dann, wenn es gut geht, nach dem hier Gesagten, so etwas wie eine Textbefragung und gemeinsame Textinszenierung. Ich würde vorschlagen, dass wir in unseren Predigten viel weniger über die Bibel und die biblischen Texte reden, als mit der Gemeinde die Texte zu befragen, genau einzutauchen, akribisch zu lesen. Es gibt ja eine Sache, die ich wirklich nicht verstehe, warum in vielen, vielen christlichen Denominationen überall auf der Welt Bibeln und Gesangbücher ausgeteilt werden zum Gottesdienst, bei uns aber ausgerechnet in der Kirche des Wortes im Mutterland der Reformation man keine Bibel findet und auch niemand eine Bibel mitbringt. Dabei könnte doch die Predigt der Ort werden, wo der Text im Mittelpunkt liegt und wir gemeinsam lesend Entdeckungen machen. Vielleicht liegt die Tatsache, dass wir nicht gerade begeisterte Bibelleserinnen und Bibelleser sind und die Bibel zwar das meistverkaufte Buch, aber sicherlich nicht unbedingt das meistgelesene Buch ist,
auch daran, mit wie wenig Bibellese-Lust wir teilweise mit ihr umgehen. Soweit meine Beobachtungen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir so lange zugehört haben. Vielen Dank. Ja, danke dir, lieber Alexander. Das war nochmal ein Ritt durch die Verstehenshorizonte der hebräischen Bibel, des Alten Testaments. Im Chat gibt es jetzt genau dazu nochmal eine Frage: Wie stehst du zu dem, überhaupt zu der Bezeichnung, die ja wahrscheinlich viel damit zu tun hat, wie diese Akribie und Fantasie sich zeigen? Erstes Testament, bist du da, wieso sagen wir immer noch Altes Testament oder parallel Altes Testament zu Ersten Testament zu hebräischer Bibel? Wie du handhabst es ja offenkundig, wenn ich dir richtig zugehört habe, sozusagen polyphon, gleichsam vielstimmig. Dafür hast du vermutlich einen Grund. Ja, ich habe tatsächlich den Grund, dass ich meine, dass diese verschiedenen Begriffe und die Polyphonie der Begriffe vielleicht genau immer neu irritieren und uns auch hier nicht so schnell fertig sein lassen. Das ist jedenfalls der einzige sinnvolle, den ich angeben könnte. Keiner der Begriffe ist ja wirklich ein perfekter Begriff für das, was wir tun. Das Erste Testament hat immer schon den Nachteil, dass dann sozusagen numerisch aufgezählt wird. Ja, dann muss es ein Zweites geben und geht es dann irgendwie weiter, signalisiert auch nicht gerade die Vollständigkeit dessen. Die hebräische Bibel ist keineswegs in all ihren Texten hebräisch, sondern eben mindestens auch aramäisch. Tanach wäre noch ein Begriff, der die jüdische Bibel in besonderer Weise kennzeichnen würde. Und Altes Testament ist eben tatsächlich ein Begriff aus der christlichen Tradition, mit einer sehr problematischen Wirkungsgeschichte, den ich aber versuche, dadurch, dass ich ihn mit anderen Begriffen kombiniere, aus dieser Problematik herauszunehmen und hermeneutisch auch wieder zugänglich zu machen. Ich weiß nicht, ob sich irgendwann mal einer dieser Begriffe oder doch noch ein insgesamt noch viel besserer, den ich aber nicht hätte, vielleicht haben Sie ihn und können ihn noch mal benennen, ein anderer Begriff, sich doch noch mal so imponieren, dass wir den als künftige gemeinsame christliche Sprache davon verwenden. Und solange das nicht der Fall ist, finde ich diese Abwechslung und damit wechselseitige Unterbrechung und Irritierung durch laute Begriffe, die nicht ganz ideal sind, irgendwie die beste Lösung. Ja, also das leuchtet mir ein, solange wir nicht den Idealen haben. Und vielleicht hat das auch einen Grund, dass wir keinen Begriff für alle haben. Jetzt das Erste Testament, das kommt jetzt gerade nochmal, hat halt wirklich den Nachteil, dass das Zweite Testament das Erste immer aussticht eigentlich. Also das insofern hat der Begriff tatsächlich auch Schwächen. Frau Metternich fragt nach dem, sagen wir mal, was bedeutet es, dass es eigentlich schon eine lange Tradition in Aufbrechen von Konventionalität gibt mit der sozialgeschichtlichen Exegese. Das ist ja nicht das, was akribisch, also es ist eine andere Form des Akribischen, tatsächlich die sozialen Kontexte von biblischen Texten deutlicher zu konturieren, um sie auch zu situieren, also um sie wirklich in der Situation zu zeigen, wie sie da wirken könnten und sich da hineinzubegeben. Das ist ja sicher ein großer Schritt gewesen in der Erneuerung von Zugang zur Bibel. Ja, definitiv. Wie überhaupt viele der Hermeneutiken der vergangenen Jahre oder der Zugänge definitiv alte Lesarten, alte Stereotypisierungen zu unterbrechen geholfen haben. Das finde ich eine wesentliche und eine wirklich bedeutsame Geschichte. Ich habe versucht, jetzt mal eben diesen einen anderen Aspekt stark zu machen, der mir gerade eben im Umgang mit jüdischer Lektüre durch die Jahrhunderte und jüdischer Hermeneutik, die gibt es auch nicht im Singular, sondern immer nur in einer Vielzahl, sehr deutlich geworden ist, der mir insofern sehr einleuchtet, weil
ich manchmal das Gefühl hatte, das ist jetzt aber sehr pauschal formuliert, dass manche neuen Hermeneutiken auch zu neuen Richtigkeiten geführt haben und nicht unbedingt zu einer neuen Lust am Eintauchen und an der Lektüre der Texte. Und wenn Sie diese, wenn ihr diese Leidenschaft von mir mal tatsächlich als die Grundlage nehmen, dann war das mein Hauptinteresse oder ist es und bleibt es, dass wir Lesende und immer neu Lesende und Entdeckende in der Bibel werden, die vielleicht auch jenseits des Expertenwissens von manchen Menschen, die sich eben ganz besonders gut auskennen, immer neu ihre Entdeckungen in diesen Wortenbildern und Geschichten, in diesen Texten machen können und machen werden. Und dann gibt es natürlich eine gewisse Gefahr, dass man eine neue Richtigkeit einer bestimmten Art der Auslegung behauptet, die aber die Lust am Text und am Textlesen auch nicht unbedingt steigert, weil jetzt weiß man ja, wie man den Paulus denn eigentlich und vielleicht richtiger lesen kann. Nochmal, das ist bedeutsam und das ist wichtig, um Schablonen der Auslegung zu unterbrechen, immer neu zu unterbrechen, wie auch feministische Lesarten, wie auch viele andere neue Lesarten, die dekonstruktivistisch manche Stereotype unterbrechen und das auch weiter tun müssen. Aber mein Interesse war oder meine Grundfrage war, wie entdecken wir neu die Lust am Lesen, gemeinsamen Lesen. Von daher nehme ich das gerne auf und nehme ich das gerne wahr und würde sagen, ja, genau, es gibt diese Linie von Hermeneutiken, die bedeutsam sind, aber es gibt auch immer neu die Möglichkeit, gemeinsam zu lesen und zu entdecken. Und also der Punkt, der ist mir jetzt auch tatsächlich nochmal wichtig, dass du ja dieses neue Richtigkeiten, das ist was eigentlich sozusagen nicht passieren darf, dass es sich wieder zementiert. Also das verstehe ich. Jetzt gibt es eine Frage, die ich tatsächlich auch hatte, nämlich wie würdest du denn jetzt Josua und Jesus, also wie würdest du diese beiden Texte miteinander überhaupt ins Gespräch bringen? Also ja, macht ja da in der neuen Theorie-Gruppenordnung finde ich was Gewagtes. Also, weil das Risiko ist ja sehr hoch, dass das so passiert wie in dieser Predigt. Weil irgendwie hast du ja dann den Drang, zum Neuen Testament doch zu kommen. Und dann bist du beim Jordan und dann bist du bei Jesus und dann bist du bei der Übersetzung Joshua und dann, ja, also, und dann. Ja, und das ist wirklich genau der Punkt, lieber Christian, wo ich mich frage, wie viel Gutes wir durch die Perikopenordnung wirklich gemacht haben, durch diese neuen alttestamentlichen Texte und was wir faktisch auch angerichtet haben. Gerade dann eben, wenn wir manche Texte auf bestimmte Tage legen. Ich gebe tatsächlich zu, dass an diesem ersten Sonntag nach Epiphanias ich kaum wegkomme von der Dominanzgeschichte der Taufe Jesu am Jordan. Und die Frage ist jetzt aber, wie stark lasse ich diese Geschichte eine Predigt zu Josua 3 prägen? Oder wie stark gebe ich die Möglichkeit, dass Josua 3 auch von sich aus was sagen kann? Ich bleibe mal bei dem Letzten, was ich gesagt habe. Das war für mich eine echte Entdeckung, zu sagen, naja, vielleicht zeigt uns diese Josua 3-Geschichte auf eine durchaus sogar in gewisser Weise humorvolle Art und Weise, wie Erwartungen von Menschen an Gottes Wunderhandeln unterbrochen werden. Übrigens würde ich ohnehin sagen, angesichts all der Problematik des Josua-Buchs, es lohnt sich wirklich auch den Humor dieses Buchs zu entdecken. Josua 2, die Geschichte von Rahab, beginnt ja durchaus humorvoll. Da werden Kundschafter auf die andere Seite des Jordans geschickt und das Erste, was sie tun, sie tauchen in einem Bordell auf, in der Stadt Jericho am Rande der Stadt. Das kann man durchaus als einen einigermaßen humorvollen Zug lesen. Ich würde das auch hier so sehen, dass die Erwartung, dass Josua an das, was geschieht und das, was Gott faktisch tut, einander entgegenlaufen und in eine andere Richtung gehen. Und dass das sowohl für unsere Existenz und unser Leben, aber vielleicht ja auch für die Jesusgeschichte eine interessante Spur der Entdeckung sein könnte. Wenn ich das zumindest mal als Entdeckungsspur lesen würde, kann ich da nicht viele Aspekte dessen, was der Messias Jesus und was es mit dem auf sich hat, du bist mein lieber Sohn, und so weiter, dass ich das auch mal in dieser Spur lesen würde, wie ich jetzt mal probeweise Josua lese, menschliche Erwartung und die Durchbrechung und Unterbrechung, dieses andere, also den
neutestamentlichen Josua eher von dem alttestamentlichen, jetzt jedenfalls nach dieser punktuellen Lektüre zu verstehen und diese Linie mal aufzunehmen, ohne sofort zu sagen und eben in diese andere Linie zu kommen, hier kommt der eigentliche, der neue, der wahre, der richtige Josua, der eigentliche Erretter, der Erretter für alle. Also warum nicht, wäre jetzt meine Frage an dich, Christian, ne, warum nicht so eine Spur aufnehmen? Gott widerspricht manchen unserer Erwartungen an sein Handeln. Und das wäre doch eine Spur, die für die Jesusgeschichte, für diese merkwürdige Geschichte dieses gekreuzigten Messias am Ende vielleicht auch ganz interessant wird. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nur dieses, also bist du noch mal, ich insistiere noch mal kurz. Also was habt ihr denn, also war das der Punkt, den ihr bei der Neuordnung im Kopf hattet oder was war der Grund, diese beiden Geschichten zusammenzuspannen? Ja, du hast völlig recht. Also dass du hier noch mal nachfragst, ist wirklich gut. Denn der Grund war in der Tat, ich würde mal sagen, wir waren von der Grundannahme ausgegangen, es ist wirklich gut, wir lesen mehr Altes Testament oder Erstes Testament in unseren christlichen Gottesdiensten und hören mehr davon und hören mehr Predigten dazu. Und dann waren wir an diesem ersten Sonntag nach Epiphanias, wir sind ja Sonntag für Sonntag durchgegangen und haben in der Tat überlegt, welche Geschichte, welcher Text aus dem Alten Testament, aus dem Ersten Testament, könnte hier passend sein in dem Textraum des ersten Sonntags nach Epiphanias. Und dann sieht man in der Tat, dass seit alter Zeit und mittelalterlich, teilweise sogar bis in die Kirchen, also in die kirchliche Kunst, ja verdichtet, der Durchzug durch den Jordan, durch das Volk Israel auf der einen Seite und die Taufe Jesu miteinander parallelisiert werden. Wunderbar im Dom in Hildesheim, in dem Taufstein dort zu sehen, wo die beiden Geschichten nebeneinander stehen. Und das hat uns, jetzt sage ich mal sehr naiv, zunächst mal fasziniert und wir dachten, das ist doch eine interessante Spur, die man aufnehmen kann. Und dann dachten wir, und wir konnten ja jetzt nicht Predigten schon imaginieren, dann dachten wir, das ist doch toll, so kann man die Jesusgeschichte aus ihrer Punktualität befreien und in die Kontinuität der Heilsgeschichte oder in die Kontinuität der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel einordnen. Und wir können sagen, wenn Jesus hier getauft wird, dann hat es mit der Jordan-Geschichte zu tun. Und an diesem Jordan ist schon mal was geschehen. Und was damals geschah am Jordan, Durchzug des Volkes auf dem Weg ins Land, das erinnert an den Auszug aus Ägypten und eine ähnliche Durchzugsgeschichte. Also sobald wir anfangen, Jesus zu sagen, sind wir mittendrin in einer Geschichte, die immer neu zurückerzählt werden muss, die sich immer neu verbindet. Also die Jesusgeschichte als Teil des gesamtbiblischen Klangraums. Das hat uns fasziniert und hat uns damals gereicht, Christian. Und dann sehen wir jetzt, wenn wir diese Predigten lesen, was wir faktisch angerichtet haben. Also nicht so sehr ein, wir tauchen ein, entdecken, wie sich Jesus niemals ohne die Geschichte des Ersten Testaments, die Geschichte Gottes mit Israel erzählen lässt, sondern wir sehen auf einmal, wie eine alte Antitypos-Typos-Struktur plötzlich wieder auftaucht und da ist, wie Stereotype wieder auftauchen. Und ich gestehe ja tatsächlich, ich bin auch ein wenig erschrocken angesichts der faktischen Wirkung unserer doch so gut gemeinten Revision. Und also weil Vergleichspunkt oder meine Perspektive auf diese beiden Geschichten wäre der Befreiungsgedanke. Also tatsächlich der Exodus auch als Teil der Jesusgeschichte, auf die er sich bezieht, auf die sozusagen Gott auch Jesus sozusagen einschwört. Auf die Taufe einschwört, also die Taufe als Symbol des Mit-Hineingenommenseins in diese Befreiungsgeschichte, die was mit Wasser zu tun hat und mit dem Jordan zu tun hat und mit der Geschichte Israels zu tun hat. Das, und also diese Predigt hat es ja im Grunde am Anfang mit der Geburtsreflexion genau drin. Und warum sie das dann quasi kippen muss, das wäre, ja, okay, das, aber das...
Das wäre der Punkt, ne? Das ist wirklich spannend zu sehen, weil ich würde auch sagen, die Linie, die du jetzt aufmerkst an dieser Stelle, war von der Predigerin wunderbar angelegt. Und die Predigt ist wirklich sprachmächtig und fängt ganz wunderbar an. Die Gebote als der Ort der Bewahrung der Freiheit, die Gebote Gottes als die gute Weisung zum Leben in Freiheit, so fängt sie an. Und wir sehen diese Gebote in dem Schatzkästlein und wir sehen das im Jordan. Wie leicht wäre es jetzt möglich gewesen, genau diese Dimension mit der Jesusgeschichte zu verbinden und dann auch im Blick auf gegenwärtige Relevanz zu beleuchten. Und das Erstaunliche für mich war, bei dieser Predigt zu sehen, der entscheidende Bruch kam dort, wo sie sich Rechenschaft geben will, die Predigerin, darüber, dass das Buch Josua eine Gewaltgeschichte erzählt. Und dann entsteht dieser Bruch und dann kommt auf einmal aber eine ganze Menge wirklich merkwürdige Hermeneutik. Da waren ja eine ganze Menge Muster drin, die wir kennen. Das Volk, das nicht mehr nach den Geboten lebt, diese Dekadenzgeschichte, das Volk, das nichts mehr wissen will von dem guten Willen Gottes, die Notwendigkeit, dass Gott sozusagen neu handelt mit diesem Volk und so weiter und so weiter. Da werden wir im Grunde wieder bei dem Grundton, bei einem Grundton in unserer Tradition, der ein bisschen übermächtig ist, diese ganze Überbietungsstrategie. Irgendwann kommt der Punkt, wo du gerade als Homiletiker, also als Predigtlehrer ja immer damit konfrontiert wirst, dass das dann doch in so eine Dualität fällt. Also dass vor dem Licht muss irgendwas dunkel sein und vor dem und so weiter. Also das ist spannend, finde ich, und das ist nochmal interessant, so auf diese neue Perikopenordnung zu gucken, wo diese Fallen eigentlich selbst gelegt sind. Und wir haben leider einige dieser Orte. Wir werden in einigen Jahren, da hatte ich mich eigentlich sehr drauf gefreut im Vorfeld, die Geburt des Mose an Weihnachten zu lesen kriegen und zu hören kriegen und als Predigt kriegen. Die Geburt des Mose und die Weihnachtsgeschichte, also Exodus 2 und Lukas 2 miteinander in Beziehung zu setzen, dachte ich, ist doch großartig. Ich rede jetzt inzwischen ein wenig mit angezogener Handbremse, weil ich noch nicht genau weiß, welche Predigten das wieder hervorbringen wird, die dann vielleicht eben doch auch wieder sagen, schaut mal hier, das war der alte Mose, der Bringer des Gesetzes, das war der mit dem Volk Israel in spezifischer Weise zu tun hatte. Jetzt wird der geboren, der wirklich die Freiheit bringt. Ich hoffe mal, das geht nicht in diese Schiene, aber nachdem ich jetzt so viel dazu gelesen habe, würde ich das sagen. Und vielleicht noch ein kleines Wort, Christian, der Punkt, dass es für Predigten, aber auch für den Unterricht natürlich immer äußerst attraktiv ist, Plakatives zu haben. Und zweifellos ist so eine Folie, eine dunkle Folie, eine Folie der Gegenüberstellung, ein Antitypos, ist was ungeheuer Plakatives, mit dem ich irgendwie arbeiten kann. Ja. Und dann einer, vielleicht der auch immer gegenwärtig noch zunehmend verunsicherten Christenheit, zu sagen, wie bedeutsam ihr Jesus ist und das auf dem Hintergrund zu profilieren, ist, glaube ich, eine echte Falle, in die man sehr leicht tappen kann. Ja, meine These dazu ist ja, dass es eine Unsicherheit im eigenen Glauben ist, dass was diese Dualität so braucht. Es gibt im Chat eine Frage, die ich auch tatsächlich dir noch stellen wollte, nämlich nochmal in das Detail akribisch und fantasievoll zu gehen. Damit verbindet sich Katharina von Kelmers Frage, heißt das, dass wir einfach viel mehr rabbinisch, also müssen wir akribisch sein oder müssen wir rabbinisch sein sozusagen? Aber vielleicht kannst du an dem Beispiel der Steine nochmal illustrieren, wie rabbinische Auslegung da funktioniert und was das aus deiner Perspektive auch für einen produktiven Schub in diese Geschichte gibt. Also du hast es ja mit der Leiter schon angedeutet, ja. Aber jetzt mit den Steinen, das ist ja auch eine faszinierende Geschichte. Ja, ich merke einfach immer neu die Entdeckungsmöglichkeiten, die in diesen Wortenbildern und Geschichten liegen, wenn wir sie denn tatsächlich genau lesen. Und das heißt eben nicht schon wissen, was sie uns wahrscheinlich sagen wollen und von den
linearen Hermeneutiken weggehen. Die Bibel kann ganz schön langweilig werden, wenn ich immer schon weiß, worum es geht. Also bei Genesis 28, wenn ich nochmal auf dieses Beispiel komme, geht es eben darum, dass die Verheißung bestätigt wird an Jakob und ausgeweitet wird, vielleicht sogar noch in dieser Nacht von Bethel. Das ist irgendwie okay, oder ich mache das dann historisch und sage, es ist eine alte Kultetiologie, die irgendwo verarbeitet wurde. Das ist alles irgendwie auch richtig. Aber dann kommen rabbinische Auslegungen und stellen fest, dass zunächst mal es heißt, Jakob kommt und nimmt von den Steinen des Ortes, Vayikach me'afnei hamakom, Vayasem ra'ashota, von der Namen von den Steinen, muss man eigentlich übersetzen. Sie finden das aber in der Lutherbibel so nicht. Sie finden das schon beim Hinlegen im Singular, dummerweise. Und dann heißt es am Ende, nach diesem Traum, dass Jakob erwachte, erkennt, wie heilig der Ort ist, Vayikach et ha'even, und er nahm den Stein, Asher Sam Ra'ashotav, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu dieser Matzebe. Also da passiert tatsächlich von der Grammatik her passiert genau dies. Und das ist ja dann immer so ein Widerspruch zu entdecken, so ein Gap, so eine Lücke im biblischen Text zu entdecken, so eine Frage zu entdecken, der Ausgangspunkt für eine Beschäftigung, die viele, viele mögliche Antworten aus sich heraussetzt. Also eigentlich wäre es jetzt der Witz, wenn wir die Zeit hätten und die Gelegenheit, dass Sie alle Ihre Mikrofone anmachen und wir imaginieren würden, was ist denn Ihrer Meinung nach passiert in dieser Nacht? Also tun Sie es jetzt bitte nicht, das würde jetzt zum führen. Aber was ist passiert in dieser Nacht? Wieso wurde aus den vielen Steinen der eine? Die liebste Antwort, die ich aus dem rabbinischen Midrash kenne, ist die, dass es zu einem Streit der Steine kam in der Nacht und dass der eine Stein zum anderen sagte, auf mich hat dieser große Mann sein Haupt gelegt. Und der andere meinte, nein, du siehst doch, auf mich hat er sein Haupt gelegt. Und der dritte meinte, nein, auf mich. Und irgendwann war Gott dieser Streit zu viel und er vereinte all die verschiedenen Steine in dem einen. Und daher heißt es, und er nahm den Stein. Jetzt kann man sagen, das ist eine banale Geschichte, könnte man. Man kann aber auch viel mehr damit machen, weil sich eine ganze Theologie der Streitigkeit im Umgang mit Jakob, der dann Jakob Israel wird, zum Ausdruck bringt. Wie ist es? Wer streitet sich wie um die Nähe zu Jakob und will das vielleicht gerne sein und ist es am Ende nicht? Oder du liest es als eine Geschichte, wo der Herr redet und seine Verheißung erneuert, da tritt eschatologischer Friede ein und nicht mal mehr die Steine streiten miteinander. Also die Verheißung ist tatsächlich eine Friedensverheißung, die auf dieser Welt gilt. Und die hat jetzt allerdings eine sehr unifizierende Tendenz, ne? Dass es nur dann Frieden gäbe, wenn es den einen Stein gibt. Da kann man sicher wieder streiten. Aber ich finde diese Art, in einen Text hineinzugehen, äußerst spannend, weil ich mit diesem Text plötzlich neue Bilder generiere, neue Fragen generiere und eben definitiv nicht fertig werde mit biblischen Texten, sondern sie immer neu lese. Spannend wird das, und das war ja das rabbinische Prinzip der Lektüre, spannend wird das eigentlich fast nur, wenn wir gemeinsam die Texte lesen, wenn wir mit anderen sie lesen und uns anstoßen lassen durch das, was die jeweils anderen entdecken. Also es hat eine Hermeneutik der Dialogizität, wo ich mich offen gesagt oft frage, und das könnten wir jetzt auch hier in die Runde fragen, müsste das eigentlich auch für unsere Predigt was bedeuten, dass Predigt realiter, dialogischer wird. Aber da bin ich selber ziemlich unsicher und selber immer wieder auf der Suche. Wenn du jetzt sozusagen als Predigtlehrer an der Universität die Frage von Katharina beantworten müsstest, brauchen wir rabbinische Lektüre, um überhaupt sozusagen die Bibel in ihrer Vielstimmigkeit zu entdecken. Gerade kam noch im Chat, das geht, finde ich auch interessant, nochmal den Punkt, also gerade Kinder fragen zu Texten ja auch, also nicht nur zu Bibeltexten, aber zu ja immer auch spannende Fragen. Und es gibt jetzt schulisch dann so eine Didaktik, die diese Fragen auch gerne erschlägt. Also wir haben dieses Thema ja an mehreren Stellen sozusagen. Also wie gehen wir eigentlich mit Neugier auf Texte und auf andere Menschen um, in pädagogischen Zusammenhängen. Aber würdest,
Also weil, wenn wir das sagen, dann sagen wir ja auch, dass wir in der Theologie ein Riesenproblem haben, weil wie viel rabbinische Lektüre gibt es an Fakultäten? Das ist ja, tendiert ja stramm gegen Null. Was bedeutet das für unsere Predigtzukunft gleichsam? Also ich glaube in der Tat, dass wir nur zum Schaden nicht wahrnehmen, wie Jüdinnen und Juden über Jahrhunderte mit den Texten umgegangen sind und bis heute umgehen, zum Schaden für uns und für unsere Hermeneutik und für unser Verständnis dieser Texte. Das heißt, wenn du mich so fragst, wir brauchen definitiv mehr Kenntnis unterschiedlicher jüdischer Auslegungen durch die Zeiten, nicht nur was rabbinische Midrasch heißt, sondern durch die Zeiten bis in die Gegenwart aus verschiedenen Strömungen und Richtungen, weil wir uns nur aus Ignoranz dem verschließen könnten, wie unsere Geschwister im Glauben, wie jüdische Geschwister im Glauben diese Texte lesen und interpretiert haben, welche Fragen sie stellen. Und dann brauchen wir natürlich, und das wäre ja immer der nächste Schritt, am besten auch gemeinsame Lektüren dieser Texte, Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen. Und vielleicht gehen wir dann auch noch Schritte weiter und überlegen, wie die gestaltet werden können und wie die vielleicht auch nicht religiöse Menschen oder Moslems und andere mit einbeziehen. Wir haben einige Experimente in die Richtung jetzt auch gemacht aus diesem Kreis, aus diesem internationalen Kreis heraus, den ich Ihnen genannt habe. Also ich würde sagen, das können wir nur zum wirklichen Schaden für uns selbst ignorieren und nicht wahrnehmen. Von daher hast du völlig recht, wenn du mich als jemanden hören würdest, der sagt, wir brauchen ganz viel mehr davon im theologischen Studium, aber auch in Ausbildungen, die in Richtung Lehramt gehen, in Richtung Gemeindepädagogik, also in all dem, wo wir mit unserer Bibel zu tun haben und wo Menschen Verantwortung tragen in christlichen Kirchen. Unbedingt. Mhm. Ich muss aber jetzt aufpassen, dass ich sagen würde, wir müssen eben auch sehen, ich würde nicht das Wort rabbinisch übernehmen und es auf eine Methode übertragen, die ich selber tun könnte. Also ich wäre jetzt falsch verstanden, wenn du sagen würdest, der Deek liest mit seinen Studierenden in seinen Seminaren die Bibel rabbinisch. Das ist nicht das Adjektiv, das ich mir aufklebe. Rabbinische Lektüre ist eine Lektüre, die Jüdinnen und Juden gemacht haben und viele sehen sich in der Kontinuität bis heute. Die nehme ich wahr und ich lerne das eine oder andere davon, übernehme das eine oder andere an Methodik, versuche immer wieder dran zu bleiben und zu entdecken. Aber ich würde nicht sagen, wir müssen jetzt als Christen rabbinisch lesen und als Christinnen rabbinisch predigen. Das wäre missverstanden. Ich denke, das ist klar, oder? Die Unterscheidung. Hm. Ja, gibt jetzt eine Frage im Chat, die heißt, wo finde ich überhaupt rabbinische Bibelauslegung, jetzt mal grob gesprochen, als vielleicht Nicht-Theologe oder Nicht-Theologin? Und dann kommt die Antwort, eine Antwort kommt, das Neue Testament jüdisch erklärt. Das wäre eine Variante, ein Buch, was gerade erst erschienen ist, glaube ich, vor 2 Wochen oder 3 Wochen auf den Markt. Das ist wirklich fantastisch. Ja, eine große Übersetzungsleistung. Ich bin total froh, dass es das jetzt gibt und finde ich wunderbar. Natürlich kann ich jetzt ein wenig die Werbung machen. Moment. Wir bitten darum. Also seit einigen Jahren gibt es ja dieses wunderbare Buch, das viele von Ihnen vielleicht auch kennen oder schon in Händen hatten. Alle Predigerinnen und Prediger es hoffentlich schon mal in Händen hatten, die Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, die der Verein, der jetzt auch schon öfter angesprochen wurde heute Abend, Studium in Israel, herausgibt und die den Versuch machen, das wirklich im Hören auf jüdische Auslegung und jüdische Tradition die Texte, die zu predigen sind, in einem ganzen Jahr neu wahrgenommen werden. Dass das Jüdische, die jüdische Auslegung als primärer Kontext erscheint, der unser Reden und unser Hören auf diese Texte verändert. Und es gibt etwas, das sehen Sie jetzt vielleicht kaum, aber es ist eingebunden in dieses Buch. Da in diesen grauen Seiten in der Mitte des Buches sind jüdische Auslegungen, jüdische Lesungen der neuen alttestamentlichen Texte der Perikopenrevision drin. Das heißt also, diese Frage, die jetzt heute Abend ja meine Frage irgendwie ist, Josua 3 am ersten Sonntag nach Epiphanias, wir haben die mal hier so aufgenommen, dass wir gesagt haben, es ist gut und richtig, wenn
Jüdinnen und Juden diese neuen Texte in unsere Lese- und Predigtordnung zunächst mal kommentieren, ohne Rücksicht zu nehmen, wo wir Christinnen und Christen die predigen, sondern uns einen Einblick geben in ihre Auslegung und in ihre Lesart dazu. Und das ist der Versuch, den wir in diesen mittleren Seiten machen. Das wäre eine Quelle. Ich gestehe, dass ich auch ältere Bücher wahnsinnig gerne lese. The Legions of the Jews zum Beispiel, dieses Sammelwerk, das es nicht auf Deutsch gibt, aber auf Hebräisch, wer das lesen kann, und auf Englisch, das der Bibel entlang geht, den biblischen Figuren lang geht und midrashische Auslegungen sammelt. Auch sowas habe ich immer wieder gern gelesen. Und lass du den Titel nochmal bitte? The Legions of the Jews, ja, die Legenden der Juden. Ein großes, dickes Sammelwerk. Ja, und es gibt die App, wenn wir schon bei der neuesten Technik sind, eine App, die heißt Sepharia. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ich kann das dann auch noch mal in den Chat schreiben. Und wer Englisch lesen kann und vielleicht auch ein bisschen Hebräisch kann, kann damit wahnsinnig viel anfangen, weil Sepharia ein kostenloser Speicher der gesamten jüdischen Tradition und auch ganz viele Auslegungen ist. Sie können da auf die Bibel gehen und kriegen dann zu den einzelnen Bibeltexten und Bibelversen wesentliche Teile jüdischer traditioneller Auslegung geboten. Wie gesagt, man muss Englisch dazu können und kriegt dann gute Informationen. Ist jetzt auch schon gleich ins Netz gestellt. Ja, super. Und das Legends of the Jews auch gleich. Das ist echter Service. Das ist großartig. Vielen Dank. Ja, ich bin, glaube ich, mit meinen Fragen ein bisschen am Ende. Ich habe ein bisschen verpasst. Ganz am Anfang hätte ich dich fragen wollen, das können wir vielleicht doch nochmal nachholen. Wenn du die Wut des Verstehens zitierst und gleichzeitig ein Verstehen ja doch einforderst oder selber versuchst, was halt immer, also das ist ja eine bestimmte Art von Verstehen, die du mit der Wut charakterisierst, also eine Wut des Verstehens, die alles planiert, hast du, glaube ich, gesagt. Das wäre ja so ein Verstehen, was denkt, ich mache es doch jetzt richtig. Also ist also sozusagen die ein Problem, was wir, glaube ich, in der christlichen Theologie tatsächlich haben, dieses Ende des Diskurses. Es ist also wir finden das Richtige und dann geht es danach nicht mehr eigentlich richtig weiter. Während an dieser Stelle zum Beispiel, also Karl Barth, wie ich finde, ziemlich genial sagt, wir sind doch immer wieder AnfängerInnen, also das Innen sagt er nicht, aber ich dichte es ihm zu, immer wieder AnfängerInnen im Glauben. Und dieses Anfängersein finde ich ein total starkes Bild, weil das genau, glaube ich, ein bisschen das beschreibt, was du sagst, ohne dass, also das nicht heißt, dass wir nicht auch ein bisschen uns in Schleifen vielleicht auch ein bisschen vorwärts robben. Nicht planieren. Ja, das wäre die große Hoffnung, dass wir doch auch ein wenig vorankommen. Ne? Wobei ich in der Tat vielleicht zwei Luther-Zitate, Luther ist eine absolut ambivalente Figur, aber im Blick auf seine Liebe der Bibel und seine Hochschätzung, dass man in dieser Bibel immer neue Entdeckungen machen kann, war ja doch schon auch großartig. Also sein berühmtes letztes Wort, sein Zettel, den er geschrieben hat, einige Stunden vor seinem Tod und der dann endet mit diesem, wir sind Bettler, das ist wahr, angesichts der Botschaft der Bibel und wir bleiben das und sind eben nicht die, die dogmatisch fixieren und wissen, was da drin ist. Das finde ich groß. Und dann sagt er mal in der Predigt aus dem Jahr 1535, dass wer meint, er sei ein Christ, der ist keiner. Denn Christsein lebt im Werden und nicht im Worden sein. Und solche Worte sind dann doch irgendwie großartig, weil sie genau sowas zeigen. Ja. Und vielleicht noch ein Wort des Selbstbescheidenen oder des Augenzwinkerns. Das Verrückte ist ja, Christian, ich glaube, also ich sage es mal von mir, ich entgehe ja
meiner Wut des Verstehens auch nicht. Und ich entgehe auch meinen Stereotypen nicht. Und andere wissen sehr viel besser als ich selbst, wo ich selber drin hänge, im Schleifen des immer Wiederkehrenden, im immer wieder Entdecken dessen, was ich eben lesen will und wie ich die Bibel verstehen will. Und deswegen bleibt das für mich so eine Aufgabe. Und jetzt könnte man nochmal, und ich höre dann auch auf mit Luther-Zitaten, seine erste These der 95 Thesen nennen. Es geht eben wirklich um tägliche Buße, also eine tägliche Erneuerung, wenn man so will, auch unsere Hermeneutik, die täglich neu werden muss. Ja, also das wäre auch nochmal so ein Punkt, der natürlich auch eine Menge von uns fordert, dieses täglich Neue, das immer sich des zerbrechlichen Bewusstseins. Ich habe mal einen Kurs gemacht in Neuruppin mit einer evangelischen Schule und der hieß Die Wahrheit beginnt mit zwei, jetzt auch ein bisschen eine rabbinische Tradition. Und dann sagte eine Religionslehrerin, wie soll ich das machen? Ich will doch eine Wahrheit vermitteln. Also und das ist natürlich gar kein das kann man ja gar nicht denunzieren, dass sie so ein Pathos hat, ich will da was zeigen. Und gleichzeitig ist es eine Falle. Und diese Frage, du hattest das jetzt bei der Josua-Geschichte sozusagen rausgearbeitet, das Unerwartete, das Unerwartete Gottes, wo Gott was anderes tut und dass der Text eigentlich damit ein bisschen spielerisch schon umgeht und sagt, also Josua macht den Helden sozusagen und Gott sagt aber was anderes. Das wäre ja auch nochmal also nicht nur als Beziehung zum Text, sondern auch Beziehung von Mensch zu Mensch zu denken. Also diese Offenheit, wenn wir das mit Ebenbildlichkeit Gottes zum Beispiel tun, dann sagen wir, okay, das Unerwartete ist eigentlich das Interessante am Gegenüber, und dann wären wir wieder bei der rabbinischen Dialogpraxis von Bibelauslegung, die aber auch eine Alltagspraxis sein könnte im Umgehen miteinander. Dann wird es sehr groß, aber auf jeden Fall auch sehr spannend. Und wenn du die Bibel als Dialogpartner, Partnerin an dem Punkt verstehst, dann würde ja dafür schon gelten, ne? Wie in der Begegnung mit einem Menschen, den ich nicht schon habe, den ich nicht schon einordne, sondern dem ich immer neu begegne und etwas anderes, etwas Fremdes erwarte, das mich auch unterbricht in der Begegnung mit dem anderen, so könnte man das mit der Bibel auch mal verstehen. Ja, ich gestehe, diese Unterbrechungsfigur finde ich wirklich reizvoll, gerade natürlich bei der Josua-Figur. Vielleicht ist das auch mein Stereotyp, dass ich gerne hier das Buch Josua in seiner widerständigen Weise gerne noch mal lesen will. Gott ist ja, um es noch mal etwas pointiert zu sagen, ein wenig tricky im Umgang mit Josua. Denn er sagt ja, ich werde beginnen, dich groß zu machen vor Israel. Also da steht ja in der Rede, deswegen habe ich auch diese Redeelemente gezeigt, da fordert er ihn ja fast heraus und sagt, na, mein lieber Josua, jetzt fange ich an, dich groß zu machen. Und ich meine, Josua nimmt genau das auf in seinen relativ stolzen Worten den Israeliten gegenüber und kündigt da ein mächtiges Wunder an, und es wird etwas zu sehen sein. Und dann, um es nochmal etwas polemisch zu sagen, dann plätschert der Jordan da so langsam dahin und es gibt eben keine Wand, die deutlich zu sehen ist. Das Wasser fließt halt ab, ja meine Güte. Und irgendwie ist das, finde ich, eine echte Pointe, die für so vieles gelten könnte und für so viele Überraschungen, die im Dialog mit der Bibel, mit den anderen, mit Gott zu erleben wären. Also das finde ich jetzt tatsächlich ein wunderbares Schlusswort für diese akribisch fantasievolle Zeit mit dir. Ich danke dir sehr, sehr von Herzen für diesen Impuls und hoffe und wünsche, dass wir genau an dieser Stelle wirklich Theologie und Kirche, auch kirchliche Praxis weiterentwickeln. Das war im Chat auch angedeutet, dass wir also einerseits die akademische Theologie nicht zu in die Gemeinden kommt. Ich würde auch sagen, dass diese Dialogizität aber auch nicht ein Signum akademischer Theologie ist oder jedenfalls nicht an allen Stellen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und dass wir aber dahin arbeiten müssen. Also herzlichen Dank an dich und auch an alle, die
hier waren, wenn wir dieses hier als weiten Begriff nehmen und einen wunderbaren Abend allen, die und noch weiter gute Gedanken aus dem heutigen Abend und gute Praxis. Und auch von mir ein herzlicher Dank und einen guten Abend. Herzliche Grüße aus Leipzig. Danke.